Reise nach Spanien habe ich mir vorgenommen, ins Ausland zu gehen. Und tatsächlich bin ich dann fündig geworden und werde diesen Sommer 2 Monate lang. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin Samara, 22 Jahre alt und ich habe vor, glaube ich, ungefähr 4 Jahren YouTube-Videos hochgeladen von meiner 6-wöchigen Sprachreise nach Spanien. Und ihr konntet es wahrscheinlich jetzt schon im Titel entnehmen, es steht bald ein nächstes großes Abenteuer für mich an. Und deswegen mache ich auch dieses Video. Ich möchte euch sagen, worum es geht, wohin es geht und was euch eben auf diesem Kanal erwartet. Also zur kurzen Erklärung. Letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, ins Ausland zu gehen. Und zwar studiere ich Grundschullehramt. Und das Grundschullehramtsstudium ist inzwischen so aufgebaut, dass es eben einen Bachelor und einen Master gibt. Und ich hatte mir dann überlegt, zwischen Bachelor und Master zu reisen, vielleicht sogar auch irgendwelche Praktika zu machen und hatte da sogar eine Organisation gefunden, die mir eben beides ermöglicht hat, beziehungsweise hätte, denn es ist dann leider nicht zustande gekommen und ich konnte meine Pläne, so wie ich sie mir geschmiedet habe, leider nicht umsetzen und ich war dann richtig traurig, ich habe alles über den Haufen geschmissen. Hab mich aber dann nach Alternativen umgehört und geschaut, wie ich meinen Plan, ins Ausland zu gehen und Erfahrungen zu sammeln, doch irgendwie umsetzen könnte. Und tatsächlich habe ich dann ein ganz tolles Projekt über eine Organisation gefunden, das ich dieses Jahr und diesen Sommer unterstützen werde. Und zwar werde ich Mitte August für 2 Monate nach Sansibar gehen und dort Lehrer unterstützen und die kleinen Kinder unterrichten und dort einfach selber für mich mega Erfahrung sammeln und eben auch versuchen, dort eben zu helfen, wo ich nur kann. Sansibar ist eine kleine Insel bzw. eine Inselgruppe vor der Küste Tansanias und liegt im Osten Afrikas. Das bedeutet, was jetzt auf mich zukommt, ist sehr viel Organisatorisches. Das ist nämlich meine erste große Reise außerhalb Europas. Das bedeutet, ich muss mich um mein Visum kümmern, ich muss mich um Kreditkarten kümmern, um verschiedene Impfungen und all so ein Zeug. Und dabei würde ich eben gerne jetzt schon die Kamera mitnehmen und das Ganze eben festhalten. Ich mag es auch total, meine eigenen Videos von damals anzuschauen und in Erinnerungen zu schwelgen. Und deswegen habe ich mir überlegt, es auch dieses Mal zu machen. Wenn ihr also Lust habt, mich bei dieser Reise zu begleiten, dann abonniert gerne meinen Kanal und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video.